und herzlich willkommen zu unserem neuen 59+ Filmtalk. Wir sind auch diesmal wieder draußen, nachdem das vor 4 Wochen ja so schön war, uns gedacht, das machen wir einfach wieder. Das Wetter hat noch gehalten, also es ist echt super. Und wie schon letztes Mal gesagt, Abkühlung im Kino ist toll und ich war im Kino und habe mir Die Liebe seines Lebens angeschaut. Und ich muss sagen, der Titel ist absoluter Schwachsinn. Das klingt jetzt wie eine Liebeskomödie, Schmachtfetzen, Rosamunde Pilcher. Ich meine, das mögen vielleicht einige von Ihnen, muss auch nicht immer schlecht sein, aber fürs Kino muss es nicht sein. Aber der Film ist ganz anders. Colin Firth spielt grandios, Nicole Kidman ist auch super. Ihre Botox-Behandlung hat wieder ein bisschen nachgelassen. Sie hat wieder eine Mimik und das tut ihr auch tatsächlich gut. Es geht hier halt um einen Mann, der sehr verschlossen ist und eben jahrelang im Grunde nur für Züge, Fahrpläne und Ähnliches gelebt hat und sich plötzlich Hals über Kopf in eine Frau verliebt. Und das soll sein Leben halt komplett ändern. Ich war noch nie im schottischen Hochland. Es ist sehr romantisch. Sind Sie romantisch? Er ist ein wunderbarer Mann, aber er ist ein Wrack. Ich will wissen, was Eric zugestoßen ist. Hier ist die BBC. Die alliierten Truppen in Singapur haben sich den Japanern ergeben. Als wir uns ergeben hatten, haben die Japse gesagt, wir wären keine Männer. Echte Männer würden vor Scham sterben. Du hast keine Ehre! Ihr seid hier, um uns zu helfen. Eine Eisenbahn zu bauen. Wenn ihr gut helft, habt ihr guten Krieg. Aber wir haben Nein gesagt. Wir leben für die Rache. Er lebt noch. Er lebt. Ich weiß, wo er ist. Das hast du also vor, nicht? Tut mir leid, das Museum ist geschlossen. Ich bin überrascht, dass Sie nicht erkennen, wer ich bin. Lomax. Ich hatte nicht erwartet, dass Sie noch am Leben sind. Viele Männer haben etwas durchgemacht, das Sie sich nicht vorstellen können. Werden Sie zu ihm stehen, egal was er tut? Ich muss es versuchen. Irgendwann muss der Hass ein Ende haben. Der Film ist ein hochemotionales Drama, weil Colin Firth muss halt seine Vergangenheit aufarbeiten. Und er war in japanischer Kriegsgefangenschaft und was er da erlebt hat, das war halt extrem grausam für ihn und hat ihn im Grunde traumatisiert. Und jetzt will eben Nicole Kidman, dass er seine Vergangenheit aufarbeitet und er erfährt, dass eben sein alter Kriegs, Folterer, was auch immer, noch lebt. Und er will halt jetzt mit ihm abrechnen. Ob das alles so gut ist für ihn, schauen Sie sich den Film an, dann wissen Sie mehr. Unser erster DVD-Tipp ist Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit. In diesem Film spielt Eddie Marson, der bisher eigentlich eher bekannt war als britischer Darsteller durch viele kleine Nebenrollen, aber immer schon ein Charakterkopf, spielt einen Mann, der ja für eine Behörde arbeitet. Es werden Leute gefunden, die sind halt tot und es sind keine Nachkommen da. Und er muss sich darum kümmern, vielleicht noch irgendwen zu finden, der vielleicht noch da ist, um vielleicht zur Beerdigung zu kommen oder ähnliches. Aber meistens ist er der Einzige, der auf dieser Beerdigung steht. Und ob es jetzt eine christliche, eine jüdische, eine islamische Beerdigung ist, ist vollkommen egal. Er ist meistens da der Einzige und die Priester oder die Verantwortlichen kennen ihn halt alle. Wieder keiner da außer Ihnen, Mr. May? Ich fürchte ja. Also genau genommen kümmern wir uns in dieser Abteilung darum, die Angehörigen von Verstorbenen zu finden. Liebe Mom, vielen Dank für dein wunderbares Geschenk. Ah, Susi. Susi ist die Katze. Und fällt Ihnen vielleicht jemand ein, der Kontakt zu ihm hatte? Jemand, der wenigstens bei der Beerdigung dabei sein möchte? Nein. Und Sie wird nicht... Nein, ich verstehe. Danke. In den 2 Monaten, die ich hier bin, konnte ich Sie bei der Arbeit beobachten. Zweifellos sind Sie sehr gründlich. Aber wenn ich das so sagen darf, auch ausgesprochen langsam. Angesichts der angespannten Finanzlage führt die Behörde Rationalisierungsmaßnahmen durch. Wir lassen Sie gehen. Sie lassen mich gehen? Mr. May, was gibt's Neues aus dem Reich der Lebenden? Unser letzter Fall. William Stoke. Ich suche nach Leuten oder vielleicht Freunden eines Mannes, der vor 20 Jahren hier war. William Stoke. Was hat er angestellt? Einen umgelegt? Billy Stokes, ich mein Big Billy. Was ist mit ihm?
Miss Stoke, ich habe eine traurige Nachricht für Sie. Danke, dass Sie gekommen sind. Also, Billys Tochter hat Ihnen von mir erzählt. Ist bestimmt ein nettes Mädchen. Dieser Film löst Wehmut, Rührung, Traurigkeit, aber auch ein wenig Freude aus. Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Film, der sehr zum Nachdenken anregt. Und das Ende ist auch sehr beeindruckend. Schauen Sie sich diesen Film an, genießen Sie ihn und denken Sie ein bisschen über das Ende nach. Unser zweiter DVD-Tipp ist Parked, gestrandet, mit Colm Meaney. Colm Meaney ist auch ein irischer Darsteller, der vielen bestimmt auch bekannt ist aus verschiedensten Filmen. Und er ist ein Mensch, der aus England von der Arbeit zurückkommt, zurück nach Irland, nach Dublin, aber irgendwie in das soziale Gefüge nicht mehr passt und im Grunde durchrutscht und deshalb in seinem Auto auf einem Parkplatz am Meer übernachten muss. Und dort halt auch jemanden kennengelernt, einen Junkie zieht im Grunde neben ihn in seinem Auto. Die beiden freuen sich an und erleben schon ein paar richtig deprimierende Geschichten. Und jetzt wohnen Sie wieder hier in der Gegend? Ja, nicht weit weg von hier. Klein und bescheiden. Inmitten unseres Wegs im Leben. Ich wandelte durch finstere Bäume. Haben Sie ihm gesagt, dass ich nirgendwo anders hin kann? Ja, so sind nun mal die Vorschriften. Da habe ich die rechte Straße aufgegeben. Emma, ich habe ja auch nur noch mein Auto. Es heißt gar nichts. Du solltest vorsichtig sein. Wieso machst du das? Damit kann ich die ganze Scheißwelt vergessen. Da habe ich die rechte Straße aufgegeben. Du könntest ein bisschen selbstbewusster werden. Wen haben wir denn da? Ich hab was für Sie. Glück genug, wildes Leben hat ihn. Die ganze Zeit habe ich weiter Beiträge bezahlt. Jules, willst du nicht fragen, ob sie mit dir ausgeht? Ja, ich bin Fred. Ich wohne im Auto. Möchten Sie zum Essen kommen? Die Alten haben einfach mehr Charakter. Weißt du auch mal, Jan? Och, für sowas bin ich zu alt. Ich hab dir vertraut! Die Frage stellt sich natürlich auch, ist das in Deutschland auch möglich? Ja, kann das bei uns genauso schlimm enden oder werden wir im Grunde doch aufgefangen, gerade auch im Alter aufgefangen? Das ist halt die Frage. Ne? Ich meine, er verliebt sich auch hier und möchte dieser neuen Frau, einer Pianistin, halt auch nicht sagen, dass er eben nur in einem Auto lebt. Und das wird schon alles gar nicht so einfach dann. Aber wirklich auch ein sehr schöner Film und ich denke mal, das waren wieder schöne Tipps für Sie und Sie werden viel Spaß daran haben. So, das war's mal wieder von uns für Sie und ich hoffe, Sie haben viel Spaß an den Filmen, ob es im Kino, ob zu Hause, auf DVD oder wie immer Sie die Filme gucken. Und ich freue mich darauf, Ihnen beim nächsten Mal wieder neue Filme präsentieren zu können. Bis dahin, eine schöne Zeit, auf Wiedersehen.